so wie das HC Strache vorher getan hat. Etwas zivilisierter die ÖVP, wie immer, Herr Busekti. Ja, das gehört sich so. Ja. Und also nicht unbedingt jetzt die Wiener Wiesnstimmung, aber ein, würde ich sagen, für die ÖVP schon extrem ausgelassene Stimmung, oder? So wie ich die Volkspartei schon lange nicht mehr feiern gesehen habe, oder? Naja, immerhin. Also sie hat den Kanzler wieder gewonnen, das ist schon für die ÖVP. Heidi Glück kriegt schon ganz feuchte Augen, würde ich sagen, wenn sie das sieht. Es sind ja wirklich sehr rührende, eigentlich berührende Bilder, die man hier sieht. Sebastian Kurz versucht sich, einen Weg in den Kursalon Hübner freizukämpfen. Das wird nicht leicht sein, denn ich glaube, er ist noch relativ weit von der Bühne entfernt. Wir haben eigentlich gedacht, wir schalten hin, weil die Rede kommt in Kürze. Aber das wird noch eine Zeit lang dauern, bis sich der zur Bühne durchgekämpft hat. Unglaubliche Bilder, die wir hier sehen, auch aus der Vogelperspektive. Ich habe gehört, die Leute stehen bis auf den Ring vor dem Hübner, weil sie nicht mehr hineinkommen und da teilweise irgendwie offenbar draußen auch Bildschirme montiert sind. Wir sehen, wie die Menschen hier, wir sehen sie jetzt draußen, wie viele Menschen da draußen noch vor dem Kursalon Hübner stehen. Wir haben es gerade durch die offenen Fenster gesehen. Die Leute stehen wirklich in Menschenmassen bis auf den Ring hinaus. Und jetzt macht Sebastian Kurz nicht den einfachsten Weg, sondern den schwersten. Er geht mitten durch dieses ÖVP-Gemenge durch. Ja, neben ihm Susanne, seine Freundin. Sebastian Kurz ohne Security unterwegs. Das heißt, eine Security dürfte hinten sein, aber deutlich weniger Security als vorher bei HC Strache. Und eine unglaubliche Stimmung bei der ÖVP. Ich glaube, das übertrifft die Schüsselehre, oder? Das Ergebnis 2002 nicht. Nein, nicht das Ergebnis, aber, die Stimmung. Aber die Stimmung ist schon sehr ausgelassen, würde also ich mal so sagen. Also so habe ich die ÖVP noch nicht erlebt. Ja. Das sind ja unglaubliche Menschen. Sehr viele junge Leute. Und da sieht dabei man jetzt, wie weit die Menschen hinausstehen. Wenn sie durch die Tür durchsehen, sehen sie, dass die weit hinausstehen, bis auf die Straße, weil offenbar nicht die Chance ist, da reinzukommen. Elisabeth Köstinger ist an der Seite und Susanne, die Freundin von Sebastian Kurz, rechts und links von Sebastian, dem Sieger des heutigen Abends, 31,4%. Vorläufiges Endergebnis 31,7 bis vielleicht 32 könnten es morgen mit den Briefwahlstimmen noch werden. Und jetzt ist er vorne angelangt, fast bei der Bühne. Bereits dort, wo die Fotografen sind, da ist alles versammelt. CNN hat gesagt, the Austrian Wonderkind, das österreichische Wunderkind, Sebastian Kurz, Political Amadeus, wird er bereits genannt von den internationalen Journalisten für die internationalen Medien. Der Hit, ein 31-Jähriger wird Bundeskanzler. Das ist, so hat man bis jetzt geglaubt, neuer Europa- und Weltrekord. Ich wurde allerdings von Maria Rauch-Kallert heute eines Besseren belehrt, denn es hat bereits einen Ministerpräsidenten in Europa mit 28 Jahren gegeben. Das war der Herr Frick aus Liechtenstein. Jetzt nicht unbedingt das bedeutendste europäische Land, aber immerhin, der Rekord geht an Liechtenstein. Dort ist der Frick mit 28 Jahren Kanzler oder Regierungschef geworden. Und hier kommt jetzt der 31-jährige Sebastian Kurz am Weg zum Bundeskanzler auf die Bühne im Kursalon. Alles in Türkis gehalten, Türkis und Weiß. Und da ist Sebastian Kurz und spricht jetzt zu seinen mindestens 5.000. Ich würde sagen, da sind wohl auch schon 7.000, vielleicht sogar 10.000 Anhänger, wenn man sieht, was da vor dem Kursalon noch alles Schlange steht. Vielen, vielen Dank. Ich möchte heute vor allem eins loswerden. Ich möchte mich bei euch allen bedanken für das, was ihr möglich gemacht habt. Wir haben vor 5 Monaten gestartet mit dem Ziel, eine große Bewegung zu werden. Wir haben das Ziel gehabt, zu wachsen und dieses Land zu verändern. Und es ist uns gelungen. Wir haben 200.000 Menschen für uns begeistern können, die uns in den letzten Monaten zusätzlich unterstützt haben. Wir haben auf die Stärken der Volkspartei gesetzt und ihr alle habt es möglich gemacht,
dass das Unmögliche heute eingetreten ist. Wir sind Nummer 1 geworden. Und ich darf euch um einen ganz großen Applaus bitten für das ganze Team, das diesen Wahlkampf organisiert und geleitet hat. Ich darf euch um einen großen Applaus bitten für unsere Generalsekretäre Stefan Steiner, Elli Köstinger, unseren Aktenmelder. Dann braucht ihr allein für das Team 3 Minuten. Für Philipp Maderplaner, der unsere Kampagne gemacht hat, aber auch ein großes Danke. Ein großes Danke an mein ganzes Team, das mich seit Jahren begleitet und natürlich an diejenigen, die viel aushalten müssen, meine Eltern und meine Freundin. Vielen, vielen Dank, dass ihr so eine große Schütze habt. Ich bedanke mich bei unserem Team in der Bundespartei, bei allen, die in den Ländern für uns gekämpft haben, bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vor allem aber natürlich bei all den Freiwilligen. Danke, dass ihr unsere Bewegung zu dem gemacht habt, was sie ist, nämlich die Bewegung, die die Kraft hat, dieses Land zu verändern. Vielen, vielen Dank euch allen. Der Tag ist ein historischer. Ihr wisst es, wir haben bei den letzten Wahlen kein Plus vorm Ergebnis geschafft. Wir haben in den letzten Jahrzehnten nur sehr selten bei Nationalratswahlen gewinnen dürfen. Der heutige Tag ist ein historischer. Der heutige Tag ist unsere Chance, die Führung in diesem Land zu übernehmen und für echte Veränderungen in Österreich zu sorgen. Vielen Dank. Ihr habt es euch alle redlich verdient, ihr habt es alle euch schwer erarbeitet. Und gleichzeitig kann ich euch nur sagen, ab morgen geht die Arbeit weiter, denn wir haben nicht kandidiert, um nur eine Wahl zu gewinnen, sondern wir haben kandidiert, um den Kampf für Österreich zurück an die Spitze zu gewinnen. Ich danke euch für euren Einsatz. Feiern wir ordentlich, aber feiern wir nicht den Sieg über andere. Es ist nicht der Tag des Triumphs über andere, sondern es ist der Tag, an dem die Österreicherinnen und Österreicher uns das Vertrauen geschenkt haben. Für einen neuen politischen Stil, für einen respektvollen Umgang auch mit dem politischen Mitbewerb, für eine ordentliche Kultur. Stefan, Philipp, euch alle auf die Bühne bitten, holt euch euren Applaus. Das sind diejenigen, die die letzten